So. Mission abgeschlossen. Was? Hat das überhaupt was gebracht jetzt so bei denen? Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Ja. So. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder nach unten fahren. Schön. Eine Fahrstuhlfahrt ist lustig. Eine Fahrstuhlfahrt ist schön. Wir werden jetzt ganz tief in den Berg hineingehen. So. Bounce. Attacke! Gucken, ob mein Handy vibriert. Ne. Okay, Loot scheint es keinen hier zu geben. So. Ach, hier muss ich wieder eine gewisse Anzahl. Okay, mach mal. Oh, der hat die schon erledigt, cool. Was war das? Gelber, fähiger Kristall. Herstellung eines Gegenstands lernen. Ein Bauplan definiert die erforderlichen Komponenten und technischen Kenntnisse, um einen Gegenstand herzustellen. Gelber, fähiger Kristall wird beim Ausrüsten gebunden, plus 9 Angriffskraft. Mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe deiner Waffe ändern. Okay. Ob ich das will, ist die andere Frage. Geil. Okay. Da hoch muss ich. Dann gehen wir erstmal die hier wegballern. Leutnant Dingsbums, das ist doch der hier. Jetzt konnte ich die Macht, die Kampffähigkeiten einsetzen mit dem Bund. Ich hab dich besiegt. Name Markovic. Rang Lieutenant. Mehr erfahrt ihr nicht von mir, Jedi Abschaum. Geprahle trifft bei mir auf taube Ohren. Tötet mich lieber gleich.
Ich lasse mich nicht gefangen nehmen. Hey, was macht dieser Droide da? Verschwinde! Oha. Kopier so viel wie möglich, T7. Wir müssen wissen, wozu dieser Verwüster in der Lage ist. Ihr werdet nicht lange genug leben, um jemandem davon zu erzählen. Oh doch. Siehste? Brauche ich den jetzt noch? Ich behalte den mal vorsichtshalber. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Besorgte die restlichen Daten über Darth Angrals Verwüsterpläne. Jo, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Loot scheint es hier nicht wirklich zu geben. Okay. Das auch. Was war das? Angriffskraft 11. Okay, MC. So. Damit irgendwas machen? Achso, ich habe nicht die erforderliche Crew-Fähigkeit. Ja, gut. Was braucht man dazu für eine? Kunstfertigkeit 160. Holy shit. Die sind noch gut. Oh, Leute, jetzt ist der Fahrstuhl weggefahren. Oh, Mann. Druide, komm mal her. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Komm her. Mann, komm doch mal hier raus. Du Feigling. Was ist mit dir falsch? Und bleibst halt hier. Dann bleibt er halt hier. Oh, Magiedruide. Wiederkämpfen.
Ja. So geht's auch. Ah, hier unten muss. Nee, da unten muss ich nicht kämpfen. Das wird euch gefallen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ha! Ich muss nicht kämpfen. Alter, schreck mich nicht so. Alter, dieses Geschnatter von dem, ganz ehrlich. Ich mag den irgendwie. Da muss man, glaube ich, hin. Aber vorher will ich noch mal hier oben gucken. Gibt es hier noch irgendwas Verstecktes? Nö. Da ist zu. Was ist das denn? War ich schon drinne? Huch, da gibt's Feinde. Alter, diese Pillar-Dinger, die piepsen, ne? Nee. Och, besser. Schon zurück? Es ging schnell. Darth Angrals Stützpunkt ist zerstört, aber meine Mission war nur ein halber Erfolg. Momentan bin ich für jeden Erfolg dankbar. Wenigstens hat das Imperium jetzt ein Schlupfloch weniger. Ich werde ein Team zusammenstellen und versuchen, die Insel für uns zu gewinnen. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir sehen uns. Was, das war's schon? Was ein Hund. Hier, ich habe was zum Verkaufen. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Das. Ja, komm, kann ich eh nicht machen. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Nö, ich flieg mit dem Gleiter. Ich renne jetzt nicht den ganzen Weg. Das fällt aus. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Müsste, glaube ich, das sein, wo ich hin muss. Glaube ich zumindest. Hey, hier war ich doch schon. Warte mal, wo fliegt denn der? Hier bin ich doch falsch. Oh nee, ich bin och Mann. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Und den ganzen Weg nochmal zurück.
Ich habe bis jetzt nur eine Holokron entdeckt. Hier muss doch noch eins, müssen doch noch ein paar sein. Ich will jetzt den wieder haben. Der schnattert mir so schön rum. Mann, das nervt gerade und ärgert mich ein bisschen. War zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Und hier oben ist auch nirgendwo eins versteckt. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ist hier vielleicht noch eins versteckt? Weil und so... Da kommt man einfach gar nicht hoch. Und da auch, wow. So. Also war euer Meister die ganze Zeit hier. Gut gemacht, Padawan. Eure Lügen haben selbst Darth Angral überzeugt. Legt euer Lichtschwert ab und entfernt euch von meinem Padawan. Verschont mich mit euren lächerlichen Befehlen. Ich habe hier das Sagen, nicht ihr. Der imperiale Geheimdienst hat bemerkt, wie dieses Mädchen auf der Station herumschlich und meinen Meister alarmiert. Darth Angral hat 20 Parsecs zurückgelegt, um sie persönlich zu verhören. Leider wurde uns weisgemacht, ihr wärt nicht hier. Hab diesen Trotteln erzählt, ihr wärt auf Corellia. Sei es drum, jetzt haben wir euch. Ergebt euch oder euer Padawan stirbt. Er lügt, er kann mich nicht töten. Angrals Befehle. Warum will euch Angral lebendig? Macht euch um mich keinen Kopf. Kümmert euch lieber um Lord selbstgefällig. Ich werde nie verstehen, warum ihr Jedi immer so leichtfertig euer Leben wegwerft. Ihr riskiert euer Leben, um dieses Mädchen zu retten? Warum? Ein irregeleitetes Pflichtgefühl? Das hat nichts mit Pflichtgefühl zu tun. Es ist persönlich. Ihr seid wirklich interessant. Ein Jammer, dass ihr sterben müsst. Wenn ich Darth Angral euren Kopf bringe, wird er sich überaus erkenntlich zeigen. Attacke! Oh!
Jo. Alle tot? Nice. Oh, willst du mich verarschen? Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versteht das nicht sagen, falsch, aber ich war noch nie so glücklich, euch zu sehen. Oha! Und ich erst. Das ist interessant. Aber egal, wir haben große Probleme. Angral wollte von mir alles über euch wissen. Er hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich seine Fragen nicht beantworte. Ihr seht ziemlich gut für jemanden aus, der von einem Sith gefoltert wurde. Bis zur eigentlichen Folter ist es nicht gekommen. Dafür wollte er mich nach Domund Kaas schicken. Angral ist mit einem imperialen Admiral an Bord eines Schlachtkreuzers gegangen. Klingt, als hätten sie eine neue Waffe. Verwüster? Wir sollten sofort den General warnen. Ein bisschen flirten schadet nicht. Okay, ich habe die beste Rettungskapsel für Sie markiert. Ich werde natürlich zusammen mit dem Schiff untergehen. Ja, bitte. Zum unteren Deck, ja, Sternkarte, bla 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 bla. Nee, wir machen erstmal das hier. Sieht so aus, als hätte Tarnis eure gesamten Waffenprojekte kombiniert und daraus etwas mit dem Decknamen Verwüster gebastelt. Anscheinend rüstet Angral jetzt seinen Schlachtkreuzer damit aus. Dann ist es kein Zufall, dass der Kontakt zu Agent Galen abgebrochen ist. Der Feind räumt unsere Waffenforschungsanlagen aus, um diesen Apparat zu bauen. Was ist mit Meister Orgus und Meisterin Kiwix? Haben die sich zurückgemeldet? Die haben ihre Comms ausgeschaltet, als sie Coruscant verließen. Wir müssten bald von ihnen hören. Darth Angral darf diesen Verwüster nicht fertigstellen, was immer das auch ist. Ihr müsst mir helfen, das zu verhindern. Es ist äußerst wichtig, Nar Shaddaa zu sichern. Aber auf Taris gibt es ein ebenso kritisches Ziel. Was denn? Habt ihr auf Taris etwa noch eine Superwaffe, die ihr bisher nicht erwähnen wolltet? Ich sage lieber nichts mehr, bis ihr da seid. Was verbergt ihr denn noch alles, General? Ich bin nicht derjenige, der etwas verbirgt. Später werdet ihr alles verstehen. Es gibt hier zu viele Sicherheitslücken. Ich kann nicht riskieren, dass dem Feind etwas bekannt wird. Meldet euch bei mir, wenn ihr Taris oder Nar Shaddaa erreicht. Und viel Glück! Ja. Ja, toll. Jetzt haben wir zwei Planeten vor uns. Aber vorher kann ich. Nee, das muss ich glaube ich hier machen, oder? Ja. Level 24. 28. Aha.
da. Das da. Schließe die Mission Findo-Eskorte ab. Wo ist das denn? Findo-Eskorte, hier. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Gibt doch wieder ein paar XP. Fähre gesichtet. Geh auf Abfangkurs. Mein Ohr krabbeln. Gut gemacht! Warum fliegen wir auf sie zu? Die kommen einfach großartig gar nicht mehr zum Schießen. Oh, schade, keine Raketen mehr. Gibt's denn noch so Schönes? Eine haben wir noch. Operation Sendelicht. Das machen wir jetzt nicht hier. Schließe Bolser-Außenposten. Ja, weil Flottendingsbums. Bolser-Außenposten ist das hier. Mach mal. Kein Problem. Und dann noch das andere. Jo. No. Oh. Das sieht halt aus, als ob dieser Planet auf den anderen hier krachen tut.
der Rückzug. So, irgendwelche Besonderheiten, 12 davon, 2 davon, 3 davon, 3 davon. Hangar, Antennen, Geschütze, Schildgeneratoren. Ha! Ein böser weniger! Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier überall hinschieße. Hauptsache ich zerstöre irgendwas. Oh, ich habe schon keine Raketen mehr, lol. Upsi. Was für eine Show! Ich habe keine Raketen mehr. Was für eine Show! Ui. Okay, jetzt sind es nur noch Mini-Dinger hier. Die ich zerstören muss. Sehr schön. Noch 15 Stück. Trägheitsdämpfer versagen! Ernsthaft?
Schilde versagen! Ich krieg's mit, ich qualm aus dem letzten Loch. Scheiße! Pfeife aus dem letzten Loch! Alter, wenn das so weitergeht, bin ich gleich down! Was für eine Show! Geschafft! Hui! Holy shit, ey! Hui! Mann, Mann, Mann! Das war mal knappe Sache hier. N. Nee, B. Der bleibt. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Jetzt muss noch Java Flottenaktion machen. Wo ist die? Hier, welches Level? 20. Kriegt man auch noch hin, gerade so, denke ich mal. Ich denke es mal, das kriegt man hin. Ach nee, es ist wieder diese Quest. Ich brauche bessere Raketen und besseren Schutz für mein Raumschiff. Das ist auch noch viel zu träge. Ha! Ein böser weniger! Das ist auch noch viel zu träge.
den erwischt? Nee, scheiße. Keine Raketen mehr, das ist Beschiss gerade. Ha! Ein böser weniger! Es müsste, glaub ich, noch einer kommen. Doch jetzt verarschen, oder? Die machen mich doch jetzt kaputt hier. Aber wir haben es geschafft. Alles abgeschlossen. Geil. Ich muss mein Raumschiff aufwerten. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Benutzer gehört eine geringe Anzahl Rufpunkte. So, was ist das? Unterwelt, bla bla bla. Crash Giftprobe. Okay. So, entweder das da. 16 bis 20. Oder das da. 20 bis 24. Wir gehen erstmal auf Taris. General, ich bin auf Taris. Nach den Ereignissen auf Ort Mantell schient ihr mir besorgt um diesen Ort. Welches große Geheimnis verschweigt ihr? Ich entschuldige mich für meine Verschwiegenheit, aber sie hat mit einer Person zu tun, die das Imperium nur zu gerne in die Finger bekäme. Angrals Sohn, Tarnis, war der leitende Wissenschaftler unserer modernen Waffenforschungsprojekte. Doch all die Technologien wurden von Dr. Nazan Godera erfunden. Dr. Godera ist ein Genie. Er berechnet im Kopf Zielalgorithmen. Nur zum Spaß. Okay. Da ich auf Taris bin, nehme ich an, dass er auch hier ist. Korrekt. Doch die Situation ist kompliziert. Dr. Godera hasst das Imperium. Er hasst es so sehr, dass er aus Protest alles hinwarf, nachdem die Republik den Vertrag von Coruscant unterzeichnet hatte. Er tauchte völlig unter. Wir fanden kürzlich heraus, dass er sich auf Taris versteckt. Doch wegen der Sümpfe, der räuberischen Kreaturen und der Stadtruinen können wir ihn nicht finden. Stadtruinen? Es gibt dort keine Bevölkerung?
Haben euch eure Meister nie über den Jedi-Bürgerkrieg unterrichtet? Vor 300 Jahren gab es einen Konflikt zwischen zwei gefallenen Jedi namens Revan und Malak. Kenne ich, die Spiele habe ich gespielt. Malak löschte Taris aus, in der Hoffnung, Revan zu töten. Milliarden Unschuldiger mussten sterben. Knights of the Old Republic 1 und 2. Kenne ich alle beide Teile, habe ich beide gespielt, habe ich beide bei Steam. Die sind einfach nur Baba. Was für eine Waffe hatte Malak, dass er diese Welt zerstören konnte? Sternspieler. Damals hatten wir noch keine Planetenschilde. Eine Flotte von Schlachtkreuzern zerstörte aus dem Orbit die Stadttürme. Die Republik kolonisiert Taris neu. Vor kurzem haben wir Beweise dafür gefunden, dass sich unser vermisster Doktor seit Jahren dort aufhält. Unsere Aufklärung hat einen von Guderas Außenposten im Sumpf entdeckt, vollständig automatisiert. Darin befinden sich nur Droiden und die kooperieren nicht. Woher wisst ihr, dass dieser Außenposten nicht jemand anderem gehört? Die Droiden verlangten Guderas Passwörter von uns. Sie arbeiten für ihn. Einige meiner Leute haben Taris nach weiteren Außenposten durchsucht. Die Überlebenden kamen mit leeren Händen zurück. Nach dem, was ihr auf Ort Mantell erfahren habt, brauchen wir das Fachwissen dieses Mannes. Mit euch haben wir die besten Chancen, Dr. Godera zu finden. Ich werde ihn lebendig zurückbringen, koste es, was es wolle. Ich habe ein kleines Team zur Überwachung des Außenpostens dort gelassen. Sie werden euch bei der Suche helfen. Ich übertrage die Außenpostenkoordinaten. Viel Glück. Wasatra Ende. Ja, ja. Die alten Spiele, die sind einfach nur die besten. Jedes Mal, wenn Sie von einer Mission zurückkehren, danke ich dem Erbauer, dass ich nicht für den Kampf gemacht wurde. Feigling. Da lang. Und. Ich muss jetzt überlegen. Knights of the Old Republic 1 war mit Malak und Revan. Da war man auf der Taris-Station, nachdem das Raumschiff angegriffen wurde. Genau, und in Teil 2 war man ja ein Anhänger Revans. Normalerweise weibliche Anhänger, ich habe immer männlichen gespielt. Das weiß ich alles noch. Und ich habe die Spiele das letzte Mal vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren gespielt. Star Wars Nerd halt. Ein Wikinger mit einem Lichtschwert eben. Den will ich gar nicht haben. Hä? Mach mal das da. Ich will wieder meinen coolen haben hier. Ich mag das immer noch, wie der redet. So, als allererstes, was ich jetzt unbedingt als erstes machen will, wovon ich mich auch nicht abbringen lasse. Was? Geh mal weg. Hör auf! Arschloch-Druide. Ich will als allererstes mein Raumschiff aufwerten. So. Haben wir doch schon was. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Ich habe ein wunderschönes Raumschiff. Schild 1. Kaufen. Ein Schild 3 mit Level 28. Das dauert noch. Ein Level. Wow. Warte mal. Stopp mal. Das kaufe ich mir, wenn ich den Planeten verlasse. Seht euch ruhig um. Genau. Logistikangestellter. Und... Scheiße, ich muss warten, bis sie fertig sind mit ihrer Aufgabe. Ich muss die Geschenke verteilen.
Logistikangestellte. Hier gibt's wieder so ein Missionsding. Warum gab's das auf dem anderen nicht? Alles Tages annehmen. Das ist Weltraum, die werde ich erst einmal aufgeben. Die kann man ja bestimmt später nochmal machen. Ich bin dazu einfach noch zu schwach. Hier ist was zum Quatschen. Wir warten schon seit Wochen. Und diese Viecher verpesten immer noch unser Eigentum, während ihr jämmerlichen sogenannten Verteidiger der Republik euch in der Basis sonnt. Dies ist eine Militäroperation, Sir. Dieser Planet wurde nicht für zivile Bewohner freigegeben. Mein Bruder wollte euch nicht beleidigen. Doch unsere Familie träumt schon seit 3 Generationen davon, unseren Platz auf Taris wieder einzunehmen. Und jetzt von diesen Dingern aufgehalten zu werden... Die sieht aus wie Kira. So. Was ist hier eigentlich los? Ihr alter Besitz liegt abseits der Basis, also können wir sie nicht sichern. Taris ist unsere Heimat. Wir werden nicht warten, bis die Armee sich das Beste davon heraussucht und uns die Reste hinwirft. Die Republik hat unsere Aufzeichnungen bestätigt. Aber ein paar Gesetzlose haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Im ganzen Perimeter wimmelt es von Sicherheitsdroiden. Ihr müsst vorher irgendeine Gefahr beseitigen? Es sind keine Rakgule oder so etwas. Etwas lebt dort. Empfindsame Wesen. Sie haben überall im Perimeter Sicherheitsdroiden verteilt. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir wurden fast umgebracht, als wir unser Eigentum betreten wollten. Die Republik kümmert sich um jegliche solcher Inbesitznahmen durch nicht einheimische Lebensformen, abhängig von ihrem strategischen Wert. Soll ich das nicht übernehmen? Ja. Sag diesem Feigling, dass wir die rechtmäßigen Besitzer sind und er uns helfen muss. Ihr seht aus, als könntet ihr es schaffen. Wenn ihr das Gebiet erkunden wollt, ist das eure Wahl. Wärt ihr wirklich bereit, für uns ein solches Risiko auf euch zu nehmen? Für ein Date mit dir immer. Euer Anspruch erscheint rechtmäßig. Hervorragend. Dann viel Spaß. Wenn irgendwas Wichtiges vorfällt, könnt ihr ein Formular im Hauptquartier ausfüllen. Wir müssen nur diese verdammten Droiden ausräuchern und herausfinden, wer sie kontrolliert. Ich kann mich um den Rest kümmern. Vielleicht fülle ich noch ein Dingsbums aus, hier ein Formular, da geht's noch. Was bist denn du für einer? Gibt's hier hinten irgendwas? Weil da scheint mir nichts angezeigt zu werden. Hä? Nö. Oh, was ist das denn? Okay, neuer Codex-Eintrag. Hier ist 100% wieder irgendwo was versteckt. Dank Madness-Copter weiß ich das jetzt mittlerweile, dass überall immer was versteckt ist. Und ich will alles wissen, finden und benutzen. So wie jedes Kind alles anfassen muss. Okay. Polaris Speisesaal. Kann man hier essen? Oh, was ist das? Loot für mich. Gib mir etwas Loot. Das tut mir gut. Gefährtenausrüstung. Gibt's hier wenigstens jetzt mal besseres Zeug? Ach nee, das ist ja sowas. Gut. Billige Putzkraft. Da ist versperrt. Die wollen mich nicht reinlassen. So, was gibt es hier oben? Nix, okay.
Gut, dann mache ich jetzt hier eine ganz kleine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, Ballett.